Hallo Kollege, Sie fahren die S2 von Erding nach Petershausen, Oberbayern und sind vor kurzem in Riem abgefahren. Nächster Halt für Sie ist München Berg am Laim. Und nun gute Fahrt. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2017. Wir sind heute unterwegs mit der S2 und einem Triebwagen, mit dem ich schon lange nicht mehr unterwegs war. Es war gerade ein kurzer Bug in der Leistungsaufschaltung. Da vorne das Sperrsignal ist zwar auf Rot, aber das ist ein Train Simulator Bug. Den werde ich mal gekonnt ignorieren. Nächster Halt ist München Berg am Laim. Das Signal müsste jetzt gleich umschalten. So, ich bleibe einfach mal bei den 60, auch wenn hier schon 100 erlaubt sind. Da kommt der Meridian Ersatzpark vorbei. Das wird auch demnächst mal Thema sein, Meridian, als Szenario. Da habe ich auch was im Bau. So. Wir benutzen erstmal nur die elektrische Bremse. Wenn ich da vorne bin, kann ich noch ein bisschen Luft mit dazu nehmen. Wenn das nicht reichen sollte, das sollte aber perfekt ausreichen. So, der trinkt noch einen Kaffee, der gute Herr. Und wir sind da. Ja, und damit begrüße ich euch noch einmal recht herzlich zu einem ganz neuen Let's Play mit der S2 unterwegs nach Petershausen. Ich dachte mir mal, wir fahren ja relativ häufig Güterverkehr, Fernverkehr und Regioverkehr. Aber relativ selten S-Bahn. Das einzige Mal, was mir jetzt spontan einfällt mit einem richtigen Szenario, ist auf Berlin-Leipzig gewesen. Und sonst fällt mir nur noch diese eine München-Augsburg-Folge und dann das eine Workshop-Szenario ein. Aber die sind natürlich nicht repräsentativ für die heutige Art des Szenarios. Also das, was ich jetzt mittlerweile spiele, weil, also gut, das Berlin-Leipzig-Szenario, das ist noch relativ aktuell, aber die anderen beiden Sachen sind vor sehr langer Zeit auf dem Kanal erschienen. Und deswegen fahren wir dann jetzt mal etwas Neueres mit einer S-Bahn. So, ab hier sind 80, aber erst natürlich, sobald ich mit dem gesamten Zug drüber bin. Trotzdem muss ich Hable on the Table machen, wie man so schön sagt, um die Fahrzeiten einzuhalten. So, jetzt nehme ich die Leistung weg, dass ich zwar immerhin auf die 80 komme, die mir zwar auch schon am Signal signalisiert wurden. Uiuiui. Es ist einiges hier an KI-Verkehr unterwegs, das muss ich zugeben. Das Szenario ist von mir selbst erstellt und ja, wird dann auch irgendwann mal nach dem Let's Play zum Download stehen. Ich dachte mir mal, komm, ich mache mal wieder was mit der 420, weil ich bin bisher ein einziges Mal erst mit der 420 im neuen Train Simulator Let's Play gefahren. Ich bin, glaube ich, schon einmal von Mammendorf bis nach München damals in dem alten Let's Play gefahren, vom Train Simulator 2015. Da gab es einmal eine Folge nach Mammendorf, das weiß ich, oder von Mammendorf. Aber da bin ich ja sogar ohne PZB und ohne SIFA gefahren, also. Ja, genau. Komm. Also ich zeige euch das auch mal. Wir fahren die S2. Puh, da kann ich ja gar nichts drauf erkennen. Münchner Verkehrs- und Tarifverbund. Gut. Das ist dann nicht sichtbar, was wir fahren. Hier ist es bestimmt drin sichtbar, ne? Ja. Da ist die S2.
Wir sind derzeit. Egal, muss ich später gucken. Beim nächsten halt. Ja, man muss zugeben, ich fahre mit einer nicht modernisierten 420. Die Münchner haben ihre 420er mittlerweile größtenteils modernisiert, soweit ich weiß. Die haben auch mittlerweile Ansagenpakete bekommen. Zumindest habe ich das erfahren. Die haben alle Matrix anstatt. Die haben alle eine Matrix anstatt hier das Rollband, wie es hier noch ist. Aber die 420 im Train Simulator ist ja auch mittlerweile etwas älter. Und man muss sagen, wir hatten bei uns in Stuttgart, ich wohne ja jetzt seit September in Stuttgart, hatten wir ja auch noch 420er bei der S-Bahn. Und die wurden ja jetzt im Oktober alle ausgemustert, die letzten beiden. Und die Münchner, die modernisieren ihre 420er jetzt nochmal. Die fahren jetzt nämlich demnächst mit LZB durch die Stammstrecke. Also die fahren jetzt auch schon durch die Stammstrecke. Wir fahren jetzt gleich auch durch die Stammstrecke. So oft Stammstrecke in einem Wort. Ich weiß nicht, ob die Stammstrecke das verträgt. So, wir fahren auf Gleis 4 hier in München-Ost. Meine Damen und Herren, nächster Halt, München-Ost. Sie haben Anschluss an die S3, an S7, S6 und sämtliche Nahverkehrslinien. Gut. Ja, man muss zugeben, die Strecke, wir fahren hier ja auf München-Rosenheim und da sind die Signale ein bisschen verbuggt. Es könnte gleich sein, dass das Signal hier links auf der Seite gleich ein SH1 signalisiert. Aber darum kümmern wir uns nicht. Wir haben einen Trainspotter dabei. So, da drüben müsste ein 628 stehen. Ja, genau, eine Doppeltraktion. Die fährt nach nicht einsteigen. Da wollte ich schon immer mal hin. Und ja, der wird hier auch bald abfahren. Und da kommt die S-Bahn aus dem Gegengleis. Die S3 nach Mammendorf. Und genau, die fährt jetzt hier ein und dann schaltet das Signal komischerweise auf SH1 um. Ich weiß nicht, was das will. Aber das ist Train Simulator. Das, genau, da ist das SH1. Und das wird uns gleich auch im Tunnel vermutlich einige Male passieren. Aber so, jetzt können wir doch nochmal gucken. Also S2, dann ist hier der Hauptbahnhof. Karlsplatz, da ist Ostbahnhof. Wir sind jetzt gerade hier. Da ist Berg am Laim. Von da kommen wir. Interessant, die S2 ging früher anders. Interessant. Haben die auch mal ihre Linien geändert von der Linienführung her. So, da kommt eine andere S2. Soweit ich das erfahren habe, sind mittlerweile auf der S2 nur noch 420er unterwegs. Gut, nicht wie hier in einer Dreifachtraktion, aber das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass ich nicht ganz so weiß, darüber Bescheid weiß, in welcher Traktion, nicht Traktion, sondern in welcher Zugkonfiguration die auf der S2 unterwegs sind. Ich weiß, dass Vollzüge unterwegs sind, aber ob die Langzug fahren, das ist mir unbekannt. Jetzt geht's gleich weiter. Und dann wollen wir doch mal für den guten Trainspotter einmal pfeifen. Einmal grüßen. Testen wir doch mal unser Makrofon. Der macht schon gut Bilder jetzt. Jetzt. Da sind die Türen zu.
Na, jetzt hast du nicht fotografiert. Das kann ich jetzt leider auch nicht mehr ändern. So. Wir fahren jetzt mit 40 km/h erstmal, bis die Beeinflussung, bis ich aus der Restriktiven raus bin. Jetzt kann ich mich befreien. Jetzt darf ich auch die 60 ausfahren. Die hier im Tunnel. Ich glaube, im Tunnel sind maximal 80. Also du darfst durch die Stammstrecke mit 80 durchfahren. Mehr als 60 lohnt sich aber einfach nicht, weil du in so kurzen Abständen zum Halten kommst. Da lohnt es sich, soweit ich weiß, gar nicht, auf die 80 zu beschleunigen. Man sollte seine Geschwindigkeit schon ausfahren, aber jetzt so 1-2 km/h, die machen da auch keinen großen Unterschied. So. Genau, jetzt gehen wir in die Bremsung. So. Der KI-Verkehr ist auch realistisch. Es gibt einige Züge, die ich verspätet eingebaut habe. Das sind aber eigentlich Fernverkehrszüge. So. Jetzt kommen wir mal zum Stehen. Hier wird vermutlich der Vollzug zum Halten kommen. Ich habe zwar ein akustisches Türsignal, aber trotzdem kann man so ab und zu mal rausgucken. Und ich muss schon sagen, ich bin eigentlich ganz froh darüber, mal mit der 420 wieder unterwegs zu sein, denn das ist eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Es ist sogar eigentlich mein Lieblings-S-Bahn-Triebwagen. So, jetzt. Das sind jetzt unnötige knapp 8 Sekunden Verspätung, würde ich mal behaupten. Die ich jetzt einfach durch Hable on the Table wieder reinholen muss. Man kann das Szenario von der Fahrzeit N eh nicht schaffen. Ich habe das Szenario an die realistischen Fahrzeiten ab München also komplett angepasst. Der Fahrplan ist komplett real. Dadurch passiert es aber, dass man einfach ab Hackerbrücke zu spät ist. 1-2 Minuten. Woran das geschuldet ist, weiß ich selber nicht. Die fahren vermutlich hier wirklich mit Schnellbremsung immer an die Bahnsteige ran. So in etwa. Jetzt gehen sie dann auf Dis. Und wenn es nicht reicht. Also das reicht jetzt vermutlich noch prima. Dann würden sie auch noch hier die Bremse mitnehmen. Das machen sie vermutlich auch, um wirklich die Fahrzeiten einzuhalten. So, Türen sind auf. Gut, wir sind im Isartor. Oder an der Haltestelle oder Haltepunkt Isartor. Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst, wo die Weichen liegen, ob hier Weichen liegen. Da vorne sehe ich aber eine. Soweit ich weiß, gab es Pläne, aus der Stammstrecke einen einzelnen Bahnhof zu machen mit mehreren Halteplätzen sozusagen. Was daraus geworden ist oder was der Vorteil davon war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe nur irgendwann mal was, ich glaube, irgendwann hat mir mal jemand was von diesen Plänen erzählt. Gut, wir halten die 60 ungefähr. Auch unrealistisch, dass hier eine Beleuchtung im Tunnel ist. Dem wird vermutlich eher nicht so sein. Marienplatz.
S-Bahn sollte hier mal langsam abfahren. So, 46 sollen wir hier sein. Wir sind 46 hier. Wir sind jetzt schon 15 Sekunden zu spät. Anscheinend hat die gerade entweder eine Türstörung oder da steht einfach irgendjemand... Ach, jetzt fährt sie los. Da stand wohl vermutlich einfach nur jemand in den Türen. Das kennt man von der S-Bahn. Das kennen die Münchner wahrscheinlich genauso gut wie die Kölner und die Stuttgarter. Oder die Rhein-Ruhrler. Bei mir in Wuppertal fährt ja die S8 und die S7 und die S9 und die S68. Die S7 ist von Abellio, die S8 DB, die S9 die DB und die S68 ist auch die DB. Und auf der S68 fahren sogar 420er. So, und jetzt einfach einmal durch. Okay. Das reicht aus, aber ich will ein bisschen schneller zum Stehen kommen. Deswegen mache ich einfach mal eine Schnellbremsung, die hier anscheinend auch nicht viel bewirkt. Okay, Fahrstufe aus. Jetzt ist die Trennschütze auch wieder in den Leerlauf gelaufen. Ah, macht die schon? Ja, die macht schon wieder zwei. Also das ist echt komisch mit den Signalen, aber da soll ja demnächst irgendwann mal ein Update für kommen. Ein Community-Update. Jetzt sind wir wieder pünktlich. Also ihr merkt, wir sind hier schon echt am Hetzen. Um 7:50 sollen wir in Leim sein. Da ist Ende für uns. Einerseits dadurch, dass der S-Bahn-Part endet, der hier mit der S2 befahrbar ist. Andererseits wartet da unser Kollege auf uns. Ich weiß nicht, ob da in Wirklichkeit Ablöse ist. Ich habe da einfach eine eingebaut. Gut. Nächster Halt. Hauptbahnhof. Next stop, Munich Main Station. Doors will open on both sides. In München öffnen sich, soweit ich ja weiß, die Türen auf beiden Seiten. Ich glaube, links ist aussteigen und rechts... Nee, links ist, glaube ich, einsteigen und rechts ist aussteigen. Finde ich eine interessante Lösung. Okay, das reicht nicht mehr. Da kommen wir ein bisschen weit vorne zum Stehen. Also das reicht schon noch, aber stehen wir also ein bisschen weiter vorne. S-Bahn, im S-Bahn-Betrieb wird das ja leider wirklich so praktiziert, dass man so knapp fährt. Oh doch, wir stehen eigentlich ganz gut. Ich hoffe nur, dass die Türen jetzt nicht verbuggt sind. Dadurch, dass ich jetzt einmal durch alle Führerstände durchgeschaltet habe. Und weiter geht's. Was den S-Bahn-Verkehr im Train Simulator natürlich auch sehr erschwert, ist die Standardhaltezeit im Train Simulator von 35 Sekunden. Noch ein Kollege, Mahlzeit. Du musst im Train Simulator an einer Haltestelle mindestens 35 Sekunden stehen. Das ist so eine Standardhaltezeit, die muss eingehalten werden. Du kannst es auch einfach nicht kleiner einstellen im Szenario-Editor. So. Nee.
heißt er halt Hackerbrücke. So, hier kommen jetzt auch mal Haartafeln. Hier bleiben wir auch beim Vollzug stehen. Und Tür ist offen. Gut. Damit wären wir schon mal hier an der Hackerbrücke. Da drüben ist ja das ICE-Werk. Und ich habe wirklich nach dem DB-Abfahrtsmonitor gebaut. Und eigentlich müsste hier der BOB langfahren. Den gibt's ja leider nicht, deswegen fällt der bei mir weg. Dafür fährt eine 111 mit ihrem RE, den wir jetzt vielleicht wieder einholen mit unserer Beschleunigung. Waren wir hier noch pünktlich? Wir waren hier noch pünktlich. Was dürfen wir hier fahren? 80. Ja, den scheinen wir tatsächlich von der Geschwindigkeit aufzuholen. Wir werden schneller. Aber wir müssen jetzt eh schon wieder anhalten. Wir wären schneller geworden als der RE. Gut. Da muss ich jetzt mit der Luft nachhelfen. Da kam ein Beleuchtungswechsel. So, da ist nur da vorne eine Haartafel. Ich glaube nicht, dass irgendwie nur dort die Haartafel ist. Ich denke einfach, dass es DTGs verschulden, dass es da keine gibt, weil hier in die Richtung gibt es auch eine für Kurzzug und eine für Vollzug. Obwohl doch könnte sein, dass dann selbst der Kurzzug bis da vorne fährt. Um eine fahrgastoptimierte Fahrweise. Da seht ihr, ich bin jetzt schon zu spät. Und zwar ein paar Sekunden. Ich könnte hier tatsächlich wieder pünktlich sein. Ich war es auch wieder. Aber an der Hackerbrücke war ich schon wieder unpünktlich. Das heißt, das Szenario wird mir sagen, sie haben dieses Szenario nicht erfolgreich abgeschlossen. Und wir werden jetzt gleich auch mal eine Vorbeifahrt hier machen. Und zwar da hinten. Ich will nur mal kurz die 90 anpeilen, die ich hier fahren darf. Und da kommt der ICE. Dann springen wir mal ein bisschen vor. So, hierhin. Man sieht auch schon, die Strecke ist ein bisschen älter. Hier liegen nämlich keine DB-Tracks. Neben uns steht ein abgestellter Fugger Express, die 440. Da steht Alex. Alles nach Google Maps nachgebaut und aufgestellt. Alle S-Bahn-Verkehre tragen sogar die richtige Nummer. Spieler zentrieren. Das ist die S4. Und wir sind sogar die 8212. Da habe ich mir sogar die Nummer gemacht, die richtigen Zugnummern im Riss rauszusuchen. Oh, ein defekter Anzeiger. Gut. Anscheinend hat der Zug auch ein kleines Problem. Ja. Der scheint definitiv ein Problem zu haben. Falsche Taste. Und es geht weiter.
So, da sind wir jetzt gerade eine Millisekunde nach hinten gerollt. Wir sind hier schon wieder zu spät. .56 sollen wir da sein. Wir haben schon 56. Wir kommen genau eine Minute zu spät an. Aber das ist halt Train Simulator. Beziehungsweise das ist wirklicher S-Bahn-Verkehr. Da heißt es sein pünktlich auf die Minute. Und jetzt hier in der Kurve sollte ich anfangen mit dem Bremsen. Denn 100 mit der 420 zu fahren ist relativ... Okay. Das könnte eine Bahnsteigverfehlung werden. Na. Der 420 hat zwar gute Bremsen im Train Simulator, aber nicht wirklich hervorragende. So, und wir fahren natürlich ungefähr bis auf die Höhe des Kollegen, dass er einfach einsteigen kann. Gut, und damit hoffe ich, hat euch das kleine S-Bahn-Szenario gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Train Simulator 2017. Bleibt dran und es wird bestimmt noch einiges Cooles kommen. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye. Ach ja, ich wünsche euch allseits gute Fahrt und stets HP1.